Sie heißen Remi-Demi, Okidoki und Larifari. Ausgefallene Namen für ausgefallene Sonnenbrillen. Die Gläser sind verschieden groß, die Rahmen verschieden dick. Das wichtigste Gestaltungsmerkmal: Asymmetrie. Er ist der Designer dieser Sonnenbrillen, Jürgen Meyer-Haar. Eigentlich Architekt in Berlin, hat er mit diesen Modellen seine erste Sonnenbrillenkollektion entworfen. Diese Brillen hinterfragen eigentlich die Standards und Normen, die wir bei Brillen gewohnt sind, dass es eben immer dieses symmetrische Konstrukt ist, was wir im Gesicht tragen. Schönheit basiert eigentlich auf einer gewissen Ungleichheit der beiden Gesichtshälften und das wollten wir verstärken durch die Brillen. Seit 15 Jahren entwirft Jürgen Meyer-Haar hauptsächlich Gebäude und das weltweit. Der 45-Jährige experimentiert mit Formen und hat bereits zahlreiche Architekturpreise gewonnen. Jürgen Meyer-Haar hat sich auch als Designer einen Namen gemacht. Er entwirft Möbel und Objekte, die zum Teil in Museen ausgestellt werden. Unsere Arbeiten sind sehr skulptural. Ich denke, die Auseinandersetzung geht hauptsächlich um Technologie, Körper und Natur und welche Formen der Kommunikation eigentlich zwischen diesen drei Parametern stattfinden. Im Computer hat Jürgen Meyer-Haar wochenlang viele Varianten ausprobiert, bis er sich für die 5 Designs seiner Sonnenbrillenkollektion entschieden hat. Er hat zahlreiche Prototypen entwickelt, allzu extreme oder asymmetrische Entwürfe verworfen. Dass der Architekt zum Brillendesigner wurde, ergab sich beiläufig im Büroalltag. Die erste Auseinandersetzung mit dem Thema Brillen war, dass ich beim Telefonieren Brillen gemalt habe auf Gesichtern aus Zeitschriften, die auf dem Tisch lagen. Und irgendwann fand ich das ganz interessant und habe eben angefangen zu spielen mit diesen asymmetrischen Brillenformationen. Das war eher automatisches Zeichnen, was so neben dem Telefonieren passiert ist. Entworfen hat Jürgen Meyer-Haar die Sonnenbrillen für das Label IC Berlin. Die Auflage ist limitiert. Eine Brille kostet 299 Euro. Wie alle Brillen von IC Berlin sind die Sonnenbrillen sehr leicht und extrem biegsam. Und sie haben keine Schrauben. Ein preisgekrönter Verschluss befestigt die Bügel am Gestell. Ralf Anderl, der Gründer von IC Berlin, arbeitet regelmäßig mit Kreativen aus anderen Bereichen zusammen. Das war eine Anregung von Freunden, die sagten, der Jürgen Meyer sei eben ein wahnsinnig guter Architekt, der unglaublich sozusagen raketengleich in den Himmel über Berlin oder der Architekturwelt schnellt. Und ich bin halt immer sehr aufgeschlossen über Kooperationen, ungewöhnliche Kooperationen. Bei diesen Kooperationen ist eigentlich immer mein Anliegen, maximale Freiheit zu gewähren. Also sozusagen, mach, was du willst und wir strecken und recken uns in der Weise, dass wir es schaffen, das hinzubekommen. Alle Brillen werden in der hauseigenen Manufaktur in Berlin angefertigt. Mühevolle Handarbeit für das Statussymbol Sonnenbrille. Die Sonnenbrille ist es eben auch die Maske, der I-Punkt auf den großen Auftritt, also dieser Star-Effekt. Und dann ist es eben eine gute Sonnenbrille, wenn ich mich damit so komfortabel fühle, dass ich lässig, elegant an jedem Türsteher vorbeikomme und er nicht sich getraut, mir eine Frage zu stellen. Also so ist natürlich auch eine Sonnenbrille zur Nachtzeit das perfekte Ausstattungsstück, weil es diese gewisse Aura verleiht. Die Sonnenbrillen von Jürgen Meyer-Haar waren schon nach wenigen Wochen ausverkauft. Gerade werden neue Modelle produziert. Nur, wer traut sich überhaupt, die asymmetrischen Brillen zu tragen? Das sind also auf jeden Fall Leute, die eben extrovertiert sind, die sich eher bereit sind, in den Mittelpunkt zu stellen und über die Brille ein Kommunikationsangebot an die Umwelt abgeben, weil natürlich das immer so ein zentrales Moment immer zum Gespräch anregt und dann beim Angucken sagt mal, das ist ja eine verrückte Brille und schon ist man im Gespräch.
Asymmetrische Sonnenbrillen. Woanders würde man das als modische Geschmacksverirrung bezeichnen. In Berlin gibt es dagegen viele Menschen, denen es anscheinend nicht ausgefallen genug sein kann.